Ich bin ja eigentlich kurz vorm Krepieren, aber wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Kein Thema. Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Zeit zum Nachdenken. Das ist gerade nicht so leicht. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein. Aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Ich rufe Panam an. Panam? Ich will nur ihre Stimme hören. Ich hoffe, das ist alles. Wirklich alles. Hey. Panam, hey. Weißt du, wie spät es ist? Dauert nicht lange. Ich wollte nur deine Stimme hören. Hast dir eine gute Uhrzeit dafür ausgesucht. Wie? Okay, was ist los? Gibt da was, das ich heute tun muss? Das Risiko ist hoch. Enorm. Aber ich muss es tun. Was ist es? Nichts fürs Holo. Lieber persönlich. Dann laber nicht und sag mir, wo du bist. In der Stadt? Ja. Okay. Setz dich irgendwo hin und warte. Ich komm zu dir. Du verstehst nicht. Die Zeit habe ich nicht. Hat das mit dem zu tun, was du mir erzählt hattest? Hat es. Okay, dann sag ich dir jetzt was. Es gibt immer einen Ausweg. Du machst Folgendes. Atme ein paar Mal tief ein und denk nach, worüber wir geredet haben. Dann ruf mich wieder an. Aber... Ende der Diskussion. Gut gemacht. Sie hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ist wohl besser so. Du hättest nur zu viel ausgeplaudert. Gut, dass du angerufen hast. Diese Chance hätte ich damals auch gern gehabt. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, ha? Huh? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt versuche ich dir den Arsch zu retten. Wenn du es nur zulässt... Oder du versuchst es mit Panam und ihren Wanderhuren. Aber wenn sie sterben, wirst du darunter leiden. Oder du nimmst Arasakas Stil an, aber dann hast du deine eigene Seele auf dem Gewissen. Komm, wir gehen auf. Er will unseren Arsch retten und... Da bin ich mir nicht so ganz sicher, weil sie hat da so ein bisschen komisch geguckt und... Nein. Ich finde, du solltest es mit Rogue versuchen. Ihr habt die beste Chance. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Du bist dran, Johnny. Ich vertraue dir. Übernimm das Steuer. Aber lass uns am Leben, ja? Danke, V. Ich bring uns da rein. Wirst sehen.
sehen uns auf der anderen Seite. Ja, wir sind jetzt halt einen Schritt hier. Wir haben drei Optionen gehabt. Die letzte haben wir genommen. Und es wird höchstwahrscheinlich. So sei es. Und wenn ich dafür die ganze Stadt niederbrennen muss. Wer denn da? Nichts Offizielles. Kamen aus dem Nichts. Verschwanden im Dschungel. Wie ist der? Hallo, wie? Noch ein letzter Drink vom Schlafengehen? Nee, erstmal nicht. Ich sag's dir freundlich, Wakako. Alles fit im Schritt. Steh mir nicht. Dein kleines Geschäft läuft nur, weil ich es tue. Und meine Stimmung kann sich jederzeit ändern. Moment mal, eine Sekunde. Wie? Wir Pause. Ich bin's. Wir reden später, Wakako. Was willst du, Johnny? Scheiße, was ist denn hier los? Freust du dich nicht, mich zu sehen? Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Warum? Wir hatten doch Spaß im Kino, oder? Wir sind aber nicht mehr im Kino. Außerdem habe ich eine Ahnung, warum du hier bist. Du willst was. Und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Das Setup hast du hier, Rogue. Königin von Night City. War sicher nicht leicht, all das zu erreichen. So viele sind gescheitert. Was zum Teufel soll das heißen? Ich erinnere mich nur. Vermisst du die alten Zeiten, Rogue? Ich finde gut, wie es ist. Und wie es mir damit geht. Das merke ich. Schade, dass sonst keiner der Atlantis so viel Glück hatte. Hey Leute, wir schließen. Was, wieso? Raus wir sind jetzt. Noch nicht fertig. Oh doch, das seid ihr. Scheiße, was ist denn los? Nichts. Deine Schicht ist vorbei. Geh nach Hause und leg die Füße hoch. Okay, dann gehe ich mal wieder an die Arbeit. Wir haben den ganzen Laden für uns. Ich fühle mich wie ein VIP. Jetzt rede. Was zum Henker hast du mir zu sagen? Ist das meine Flasche hinterm Tresen? Ja, wartet dort schon ewig. Ich wusste nur nie worauf. Aber langsam kommen mir Ideen, wie ich sie verwenden könnte. Hast du da ein hübsches Leben aufgebaut? War's das wert? Wir alle bezahlen für unsere Entscheidungen. Ausnahme. Das redest du dir ein, wenn du Konzernchecks einlöst. Das rede ich mir ein, wenn ich an den Gräbern der Atlantis-Crew stehe. Oder ich rede es mir ein, wenn ich dich jetzt ansehe. Was soll ich sagen? Vergangen ist vergangen. Bist wohl kaum hier, um in Erinnerungen zu schwelgen. Du willst mich wieder irgendwo reinziehen. Das Geschwafel ist nur Vorspiel. Dieser Körper! Ich will... Ich bin nicht... Ah, fuck! Wie stirbt, und ich bin der Scheißkrebs, der ihn umbringt. Doch der Prozess kann aufgehalten werden. Ich muss nur... Nein, Johnny. Lass es bitte. Mach dir nicht vor, dass du jemandem helfen willst. Es geht wieder mal nur um dich, damit du dich besser fühlst. Vielleicht habe ich mich ja geändert. Ich habe keine Zeit mehr, Rogue. Wenn die beschissene Uhr 12 schlägt, ist Johnny Geschichte. Und wie gleich mit. Ich muss aus seinem Kopf raus, bevor es soweit ist. Wir haben es geschafft, Al zu kontaktieren. Sie wird uns helfen. Aber... Das Problem ist der Ort. Eine Datenfestung, Mikoshi. Und der einzige Zugangspunkt für uns liegt
Schön gesichert unterm Saka Tower. Arasaka? Schon wieder? Hätte ich wissen müssen. Nur ein Idiot macht denselben Scheiß immer wieder und erwartet andere Resultate. Hast du überhaupt einen Plan? Du bist der beste Fixer der Stadt. Sag du mir, wie wir das machen. Sagtest du wir? Ja, ohne dich kann ich das kaum durchziehen. Ich soll also meine Tsunami entstauben und mich deinem Kreuzzug gegen Arasaka anschließen? Bingo. Wann? Weiß nicht. Jetzt? Mhm. Und warum sollte ich dem zustimmen? Weil ich finde, dass du es mir schuldest. Mir und allen anderen, die du auf dem Weg nach oben begraben hast. Scheiße. Ich wusste, dass es so kommen würde. Dass du eines Abends wie durch ein Scheißwunder hier reinplatzt und wieder alles kaputt machst. Manche Dinge ändern sich nie. Und wir? Haben wir uns geändert? Ich weiß nicht. Dann lass es uns rausfinden. Hilfst du mir, Rogue? Halt die Klappe, Johnny. Halt einfach die Klappe. Alles klar. Ich halt die Klappe. Alles fit im Schritt? Was? Ich sehe den Schaden. Achso. Scheiße, verdammt! Jedes Mal. Ich hab echt noch nie wen erlebt, der einfach über 20 Stunden abklappt. Ich kenne diese Visage. Du musst Crispin Whelan sein. Siehst aus wie dein Vater. Gene sind was Feines. Was habe ich verpasst? Warum bist du hier? Der Boss wird's dir erklären. Rogue? Es gibt nur einen Boss. Na los, der Boss wartet. Ihr habt euch also kennengelernt. Sehr gut. Rogue, was macht diese Kreatur hier? Er ist unser Pilot, bringt uns heute zum Corpo Plaza. Rogue. Du bist die Beste. Ich weiß. Sonst wärst du ja nicht hier aufgekreuzt. Unsere Ausrüstung. Nimm, was du brauchst. Nichts lieber als das. Haben wir hier Sturmgewehr, Munition. Schnapp dir die Ausrüstung, John. Oben. Ich würde mal sagen, ich werde es wahrscheinlich nicht so viel einpacken können. Was ist das hier? Retrodüsen. Antigravs. Du schnallst sie an die Beine und springst damit aus fast jeder Höhe nach unten. Mensch, Johnny, ich bin nicht dein scheiß Babysitter. Alles gut. Hab's schon. Okay, jetzt erzähl mir, wie der Plan lautet. Ja,
Steck den Splitter ein. Das Ziel ist der Mikoshi-Zugangspunkt im Arasaka Tower. Wir müssen die Laborebene erreichen. Sie so lange halten wie nötig und dann lebend rauskommen. Der Arasaka Tower ist eine Festung. Das sicherste Gebäude in Night City. Wir können also nicht durch die Vordertür spazieren. Also schaffen wir uns selbst ein Fenster, durch das wir einsteigen. Wir fliegen mit einem Militech-Strix rein. Ein taktischer Bomber. Zuerst lassen wir von weit oben Feuer auf die Tower-Luftabwehr regnen. Dann brechen wir durch eine Wand im 75. Stock, springen aus dem AV und überleben dank unserer Antigravs. Ja, wir landen mitten in einem tropischen Regenwald. Entgegen landläufiger Meinung hat Arasaka durchaus Stil. Wir hacken uns durch den Dschungel bis zu einem Schacht auf der Vertikalachse des Towers. Dieser Schacht führt durchs gesamte Gebäude. Wir setzen wieder die Retrodüsen ein und springen ins Erdgeschoss. Die Sicherheitsleute werden überrascht sein. Ich erwarte Chaos und kaum Widerstand. Wir laufen zur Laborebene, erreichen den Zugangspunkt. Und dann übernimmst du. Kunstpause für Beifall. Wie gesagt, es gibt nur einen Boss, eine Königin. Wir lassen ein Feuer auf die Arschlöcher regnen. Im Ernst? Darauf habe ich ewig gewartet. Jetzt spritzt ihr nicht gleich ins Höschen. Wenn wir überleben wollen, müssen wir deutlich mehr tun. Jetzt zum komplizierten Teil. Wir werden einen Jurugin 0401-Satelliten aus dem Orbit schubsen. Scheiße, ein Satellit! Wir schreiben Geschichte, Leute. Das zerschießt die Kommunikation in Night City, Nord- und Südkalifornien. Bringt uns 3-4 Stunden. Keine Koordination, keine Unterstützung. Totales Chaos. Du meinst, du hast nicht nur einen scheiß Bomber, sondern auch ein bewaffnetes Space Shuttle? Ich habe einen Bekannten bei Orbital Air. Geheimer Wohltäter? Hochrangiger Informant. Ich zahle gut, um uns Zugriff auf den Jurugin zu geben. Der Rest liegt in der Hand deiner Netrunner-Freundin. Du meinst alt. Die einzige, die ich kenne, die einen Arasaka-Satelliten vom Himmel holen kann. Ich muss sowieso mit Alt reden. Ich überrede sie. Versau's nicht, Johnny. Das ist das Einzige, was ich nicht tun kann. Ich sag doch, ich krieg das hin. Also, zusammengefasst, wir fliegen unbemerkt zum Arasaka Tower und begrüßen die mit einem Arsch voll Raketen. Genau. Dann springen wir rein, finden den Schacht und gehen nach unten. Zum Mikoshi-Zugangspunkt. Ja. Was meinst du? Der Plan hat mehr Löcher als ein Kabuki-Puppenhaus. Aber scheiß drauf, das muss klappen. Wird nicht der dümmste Job, den wir je gemacht haben. Rogue. Was? Ich danke dir. Dank mir später. Erstmal um Alt kümmern. Weißt du, wie man sich im Cyberspace bewegt? Naja, V hat ja einige Übungen darin. Ich schaff das schon. Geh nach hinten. Nix zeigt dir, wie es geht. So, einen Augenblick. Ich geh erstmal kurz in mein Inventar. Ja, Mann, Revolver. Achso, die geht gerade nicht. Sturmgewehr. Sehr gut. Und du, Wayland, schmeißt den Strix an. Wir sind gleich bei dir. Wie lange braucht ihr? Hab ich noch Zeit für einen Nickerchen? Hey, du wirst also eintauchen, ja? Das ist der Plan. Alles klar. Zieh dir einen Anzug an und setz dich dann da drüben hin. Ich mach für heute Schluss, also musst du allein wieder auftauchen. Und versau meine Ausrüstung nicht.
Na, mit der Russi dann. Alt? Bist du da? Ich sagte doch, Alt Cunningham ist Geschichte. Ach ja? Warum sehe ich sie dann vor mir? Du siehst alt, weil du es willst. Es ist ein Abwehrmechanismus. Dein Gedächtnis erschafft lediglich ein Ersatzbild von ihr. Es ist seltsam, als ob... Du schlecht träumst. Liest du meine Gedanken? Stark vereinfacht gesagt. Du leugnest immer noch, was du bist. Ein Konstrukt, ein Datensatz. Ich verstehe dich. Du verstehst mich? Wie Zeilen eines Codes. Okay, das ist alles echt abgefuckt. Ich fühle mich... Nackt. Die Zeit ist knapp. Netwatch könnte unseren lokalen Traffic aufspüren. Ich weiß, wie wir nach... Unterhalb des Arasaka Towers. Vorhersehbar. Heilige Scheiße, du tust es. Du liest meine... Der Jurugen 0401 ist kein Problem. Ich kann den Satelliten deaktivieren. Kannst du mal kurz Luft holen? Du wirst in den Arasaka Tower einbrechen und den Port nach Mikoshi finden. Dieses Programm wird die Verbindung herstellen. Ich schicke es mit dir auf einem Splitter. Sobald du eine Hintertür geöffnet hast, wird es mir möglich sein, die Sicherheitsprotokolle zu umgehen. Und dann? Wirst du von Vi getrennt. Und Mikoshi wird aufhören zu existieren. Aufhören zu existieren. Wie die Konstrukte darin, oder? Nein. Die Datenkonstrukte werden nicht zerstört. Ich beabsichtige, sie mitzunehmen. Sie zu integrieren. Du willst sie auffressen? Die armen Konstrukte? Ziemlich abartig. Du vergisst, dass es Daten sind. Daten, die nicht verschwinden, sondern Teil von etwas Größerem werden. Und was genau heißt das? Es kann nicht in für dich verständliche Worte gefasst werden. Aber eines Tages erlebst du es vielleicht selbst. War das alles? Das ist alles, was mir einfällt. Wir sehen uns in Mikoshi. Ja. Ja. Na super. Komm ich irgendwie wieder raus? Ah, okay. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst, aber danke für dein Vertrauen. Ziehen wir es durch. So, kann ich jetzt mal mich irgendwie umziehen? Ah, super. Kann ich machen. Sind hinterlegt. Papierkram liegt bei Asukaga in Fetch. Ja, alles in Ordnung. Kein Grund zur Sorge. Jetzt fahr rechts ran. Mach den Motor aus und sieh dir die Sterne an.
Du wirst es nicht bereuen. Ich muss los. Hab dich lieb. Größtes Ding deines Lebens in diesem Outfit. Dein Ernst? Wieso? Steht mir doch super. Fängt nur keine Kugeln ab. Aber wenn du meinst. Bereit? Alright. Ja, bin soweit. Gut, dann komm. Sonst hebt der Irre noch ohne uns ab. Kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Ich will irgendwie meine Klamotten... Ah, kann ich nicht. Alles gesperrt. Ist nicht euer Ernst. Waffen hoch? Nee, kann ich machen. Gut. Ich mochte diese Bar. Werd sie vermissen. Ganz nach oben. Wegen Wieland. Was hast du ihm über den Job gesagt? Er wollte nur wissen, wie viel er dafür kriegt. Hat er es drauf? Sein Ziel ist, zur Night City-Legende zu werden. Hm, wer will das nicht? Wir kommen hier rein. Bro, kommst du mal? Diesmal nicht, Schätzchen. Wayland, bring uns hoch. Alles klar. Ich glaube, ich bin jetzt so. Bring uns ganz nach oben.
Eindringling entdeckt. Initiiere Hayabusa-Protokoll. Das Gebäude ist abgeriegelt. Scheiße! Hey! Sicherheitspersonal in die vorgesehenen Bereiche. Wayland ist nicht gesprungen. Gecrashed beim Wasserfall. Ich versuche ihn zu erreichen. Dann müssen wir jemanden mit Zugang zum Fahrstuhl nach unten finden. Wayland, hörst du mich? Bist du noch in einem Stück? Glaub schon, aber der riesige Stamm will mich vielleicht fressen. Wir holen dich da raus. Bleib, wo du bist. Was auch sonst. Wir holen Wayland ab. Okay. Wachen. Beschäftigt am Terminal. Vorbeischleichen gehen. Oder alle gleichzeitig ausschalten. Entscheide du. Ich mach mit. Keine Eindringlinge hier. Die sehen dich gleich. Bleib in Deckung. Ja, 4 Munition habe ich jetzt aber nicht, oder? Warte mal, was ist denn hier los? Warum habe ich so wenig Munition? Ich bräuchte erstmal kurzzeitig mal eine Pause. Ich glaube, die gönne ich mir mal ganz schnell. Wir sehen uns denn, ja, gleich wieder. Ich muss mal kurz ein Häppchen essen, was trinken und mal kurz aufs Toilettchen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis gleich.